Hey Leute und willkommen in Mike's Edit Suite. Es wird mal wieder Zeit für einen weiteren Teil des ultimativen Magic Lantern Guides und heute geht es um das Fotomenü. Wie aus den Teilen davor schon bekannt, stelle ich euch hier das Menü vor, die einzelnen Menüpunkte. Diesmal geht es um das Fotomenü, wie schon erwähnt, und ich zeige euch das Ganze an meiner 550D mit der offiziellen Magic Lantern Firmware. Wenn ihr eine Nightly Build habt oder vielleicht eine andere Kamera, dann kann es sein, dass die einzelnen Menüpunkte vielleicht anders aussehen, anders heißen oder es gewisse Punkte mehr gibt oder weniger gibt. Punkt 1 ist das HDR Bracketing, das ist der HDR-Modus von Magic Lantern und das ist auch eine ziemlich coole Sache. Ich benutze das sehr häufig, beziehungsweise immer, wenn ich HDRs fotografiere, und da gibt es verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Zum Beispiel kann man hier die Frame-Anzahl verändern. Wir kennen das, so eine Belichtungsreihe besteht meistens aus drei Bildern. Hier kann man die Zahl auch erhöhen oder verringern oder auf Auto stellen. Ich mache das häufig mit 5 Bildern, dann sind die Abstufungen noch genauer und da kommen meistens schönere Ergebnisse bei raus. Hier kann man dann unter EV Increment einstellen, um wie viel Blendenstufen die einzelnen Stufen Unterschied sein sollen. Unter Sequence kann man einstellen, in welcher Reihenfolge die Fotos auf der Speicherkarte abgespeichert werden bzw. gemacht werden. Da ist zum Beispiel jetzt bei 5 Fotos habe ich hier die Einstellung 0, minus, plus, minus, minus, plus, plus. Das bedeutet einfach, dass das erste Foto das normal belichtete Foto ist, dann kommt das etwas dunklere Foto, dann etwas heller, dann noch dunkler und dann noch heller. So in dieser Reihenfolge. Das Ganze funktioniert im M-Modus, also man sollte im M-Modus fotografieren und die Kamera erstmal auf eine normale Belichtung einstellen und dann macht die Kamera von selbst die helleren und die dunkleren Belichtungen. Dann gibt es hier 2-Second Delay. Das kann man einstellen, das um dann später keinen Fernauslöser oder Selbstauslöser in der Kamera einzustellen, weil so hat man jetzt einfach nur einen 2 Sekunden Selbstauslöser so gesehen, direkt in diesem Menü schon, und man braucht nur noch auf den Knopf hier drücken, hat dann 2 Sekunden Verzögerung und dann werden die Fotos gemacht. ISO-Shifting bedeutet, das ist etwas, was ich nicht anmache. ISO-Shifting bedeutet nämlich, dass anstatt des Shutter-Speeds, also der Belichtungszeit, die ISO verändert wird, um die verschiedenen Belichtungen zu erstellen. Das bedeutet aber auch, dass die ISO da ziemlich schnell auch mal hochgeballert werden könnte und dadurch das Bildrauschen verstärkt wird. Postscripts sind einfach nur, da werden, wenn man das aktiviert, da werden einfach nur so eine Metadaten-Dateien nochmal erstellt und dann kann man mit gewissen Programmen diese Metadaten auslesen, um dann halt das HDR zu erstellen. Ist auch etwas, was ich nicht benutze, weil ich immer die entweder für meine HDRs Photomatics oder die HDR-Funktion von Photoshop benutze. Der nächste Punkt ist das Intervalometer. Das ist eine Funktion, um Timelapse-Videos zu erstellen. Ich bin schon in 2 Videos auf meinem Kanal detaillierter auf diesen Menüpunkt eingegangen. Deswegen werde ich hier nicht weiter ausholen. Wenn euch das interessiert, schaut euch die Videos an. Link dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Dann kommen wir direkt mal zum Bulb-Focus-Ramp. Dieser Punkt funktioniert nur im Zusammenhang mit dem Intervalometer. Das bedeutet, beide Punkte müssen aktiviert sein. Und damit können wir jetzt die Belichtung bzw. den Fokus automatisch verändern lassen von der Kamera. Das macht dann Sinn, wenn wir zum Beispiel einen Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang timelapsen, und dann müssten wir, normalerweise stellen wir die Kamera auf eine Belichtung ein und müssten per Hand die Belichtung anpassen, sonst wird das Bild zu dunkel oder zu hell, je nachdem ob Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang ist. Dazu gibt es übrigens auch ein Tutorial schon auf meinem Kanal. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, die Kamera das selbst machen zu lassen, diese Helligkeitsunterschiede selbst einzustellen, damit halt das Bild gleichmäßig belichtet bleibt. Da haben wir die Möglichkeit, entweder Auto-Expo-Ramp auf Sonnenaufgang, Sonnenuntergang einzustellen, automatisch oder off. In dem Zusammenhang können wir auch den maximalen Ramp-Speed, also in welchen Abständen sollen oder wie groß sollen diese Helligkeitssprünge oder Helligkeitsunterschiede, die die Kamera einstellt, sein. Das bezieht sich aber auch wirklich nur darauf, wenn wir Auto-Expo-Ramp auf
einstellen. Wenn wir das auf Off stellen, dann haben wir unten die Möglichkeit, das Ganze manuell einzustellen. Entweder unter Man Expo Ramp können wir wieder die Helligkeitsunterschiede ganz normal einstellen oder auch den Fokus verändern unter Manual Focus Ramp. Und da ist es wichtig, dass das Objektiv einen Autofokus hat und auch der Autofokus eingeschaltet ist. Und dann, wenn wir hier die einzelnen Steps einstellen, wird halt pro Bild immer der Fokus um ein Stückchen verändert. Das macht zum Beispiel dann Sinn, wenn man ein Makro-Foto macht und Fokus-Stacking benutzen möchte. Für die, die es noch nicht wissen, was das ist, vielleicht komme ich darauf nochmal zu sprechen. Ansonsten Fokus-Stacking kann man damit die Kamera automatisch machen lassen, ohne dass man selbst halt den Fokus ziehen muss. Der Bulb-Timer ist auch eine sehr großartige Funktion, den ich immer wieder bei Langzeitbelichtungen benutze. Ich habe keine Fernbedienung oder sowas, wo ich halt einen Bulb-Timer integriert habe. Bulb bedeutet, dass man länger als 30 Sekunden lang beim Fotografieren belichtet. 30 Sekunden kann man noch an der Kamera einstellen. Danach ist es halt nur noch im Bulb-Modus. Normalerweise müsste man diesen Knopf gedrückt halten. Das verwackelt dann die Kamera. Deswegen braucht man eine Fernbedienung oder sowas, einen Auslöser, der einen Bulb-Modus, einen Bulb-Timer hat. Und wenn man Magic Lantern hat, kann man sich diese, keine Ahnung, wie viel das kostet, Euro sparen und hat direkt in der Kamera einen Bulb-Timer und den kann man halt beliebig einstellen auf mehr als 30 Sekunden, mehrere Minuten und das geht sogar hoch bis zu 8 Stunden. Ich weiß zwar nicht, was man mit 8 Stunden Belichtungszeit fotografieren würde, aber vielleicht wisst ihr es und könnt es runter in die Kommentare schreiben. Würde mich interessieren, wozu man 8 Stunden braucht. Auf jeden Fall ist es halt möglich, bis zu 8 Stunden zu gehen. Beim nächsten Punkt, LCD Sensor Remote, benutzen wir hier über dem LCD-Display diesen kleinen Gesichtssensor. Ich weiß nicht, welche Kameras das alles haben oder nicht haben. Die 550D hat diesen Sensor. Das bedeutet, wenn ich mit meinem Gesicht an die Kamera rangehe, um mein Foto zu machen, erkennt der Sensor das, dass sich etwas nähert und dunkelt den Bildschirm ab, sodass der Bildschirm mir nicht von unten ins Gesicht leuchtet. Und hier an dieser Stelle können wir einstellen, Near, Away oder Wave. Was bedeutet das jetzt alles? Damit können wir sozusagen diesen Sensor als Fernauslöser benutzen. Bei Near macht die Kamera ein Foto. Ich kann euch das mal zeigen. Macht die Kamera ein Foto, wenn sich etwas an den Sensor nähert. Bei Away macht die Kamera ein Foto, wenn ich rangehe und wieder weggehe. Und bei Wave muss ich dreimal an dem Sensor entlang wischen. Eins, zwei, drei. Na? Eins, zwei, drei. Funktioniert. Genau, und damit haben wir so eine Art Fernauslöser. Falls wir mal keinen Fernauslöser haben und auch keinen Selbstauslöser benutzen wollen, funktioniert es damit. Man muss natürlich darauf achten, dass man das ausstellt, wenn man ganz normal fotografiert, weil sonst hat man das Problem, also zumindest bei Near oder Away, dass die Kamera dann einfach Fotos macht, nur weil man gerade angesetzt hat. Bei Audio Remote Shot können wir wieder die Kamera fernsteuern und zwar diesmal mit einem Geräuschpegel. Da könnte zum Beispiel ein Klatschen helfen oder auch die Stimme, wenn sie laut genug ist oder irgendwas anderes. Das funktioniert sowohl im Foto- als auch im Videomodus. Damit kann man dann halt beide Aufnahmen steuern. Und standardmäßig ist dieser Level auf 10 eingestellt. Ich lasse den jetzt mal so und zeige euch, was passiert, wenn ich das aktiviert habe. Ihr seht, wenn ich in die Hände klatsche, selbst wenn ich laut spreche, löst die Kamera dann aus. Mit Motion Detection können wir unsere Kamera in eine Art Überwachungskamera umgestalten. Das ist wahrscheinlich für die interessant, die Tiere im Wald fotografieren und die Kamera irgendwie verstecken und hoffen, dass ein Tier vorbeikommt. Und genau das können wir mit dieser Funktion erreichen. Das Ganze funktioniert nur im Live-Bild-Modus. Hier wird auch ein Level vorgegeben. Das ist einfach der Level des Bewegungsgrades, ab wann die Kamera auslöst. Ich mache das mal. Ich habe das aktiviert. Hier den Live-View jetzt aktiviert und hier sieht man ein Kästchen und wenn sich in diesem Kästchen eine Bewegung, wenn da eine Bewegung stattfindet, dann zum Beispiel meine Hand, dann löst die Kamera aus. Das ist natürlich hier alles zu dunkel eingestellt.
So, aber es funktioniert. Mit dem Menüpunkt Silent Picture können wir lautlos Fotos machen mit unserer Kamera. Das Ganze funktioniert im Live-Bild-Modus. Wenn wir den Auslöser halb durchdrücken, dann werden sehr komische Dateien auf der Speicherkarte gespeichert, die wir im Nachhinein nochmal in JPEGs umwandeln müssen mit einem speziellen Programm. Die ganzen Infos dazu, wie das funktioniert, gibt es im Magic Lantern Forum. Ich gehe jetzt hier erstmal nicht weiter darauf ein. Der Vorteil ist einfach der, dass wir wirklich lautlos damit agieren können, wenn wir irgendwie heimlich was fotografieren möchten und es keiner mitkriegen soll. Funktioniert damit. Die Auflösung der Bilder ist aber nicht so gut wie normale Fotos, die wir mit der Kamera machen. Der Vorteil ist, wie gesagt, einfach lautlos, weil der Spiegel nicht verwendet wird, weil er eh im Live-Bild-Modus hochgeklappt ist und der Verschluss wird dabei auch nicht verwendet im Live-Bild-Modus. Ist also komplett geräuschlos. Kommen wir zum Mirror Lockup. Das ist einfach die Spiegelvorauslösung der Kamera. Viele Kameras werden das wahrscheinlich schon im Canon-Menü haben. Die 550D hat es tatsächlich nicht. Und das können wir entweder auf On schalten. Das bedeutet, dass immer der Spiegel vorausgelöst wird. Ich zeige euch das mal, was passiert. Wenn ich einmal hier auslöse, dann klappt erstmal der Spiegel hoch. Und wenn ich jetzt auslöse, wird erst das Foto gemacht. Oder wir können das Ganze auf Timer bzw. LCD Remote einstellen. Also LCD Remote, das was ich schon vorhin vorgestellt habe, oder der Selbstauslöser der Kamera, wenn das eingestellt ist und dann ein Foto gemacht wird, dann nur dann wird auch der Spiegel erstmal hochgeklappt, bevor das Foto gemacht wird und dann wird das Foto gemacht. Ich habe das immer auf Off, außer ich benutze das irgendwie bei Langzeitbelichtung, dann stelle ich das auf ein. Mit dem nächsten und letzten Punkt Flash Tweaks haben wir die Möglichkeit, ein paar Einstellungen an Blitzen vorzunehmen. Da können wir in ein weiteres Untermenü gehen und dann haben wir die Möglichkeit, zum Beispiel die Blitzleistung des integrierten Blitzes zu verändern. Wir können die zum Beispiel so runterschrauben, dass sie keine Wirkung mehr auf unser Foto hat oder auf unser Motiv hat, das wir fotografieren. Aber es reicht immer noch aus, um einen externen Blitz per Slave-Modus, also per Fotozelle, irgendwie nochmal entfesselt auszulösen. Also das Bild wird dadurch nicht beeinträchtigt, trotzdem reicht die Helligkeit aus, dass der andere Blitz ausgelöst wird und dann können wir damit entfesselt blitzen. Das hat da den Vorteil, wenn zum Beispiel kein Funkauslöser oder sowas für unsere Blitzer haben und da trotzdem entfesselt blitzen wollen. Der nächste Punkt ist Flash, No Flash. Den können wir aktivieren, wenn wir uns nicht sicher sind, ob wir mit einem Blitz fotografieren sollen oder eher nicht. Dann lassen wir die Kamera das ganz einfach entscheiden. Das ist eigentlich nicht mehr als so ein Automatikmodus für den Blitz. Und Third Party Flash, Live View, wenn wir nicht kennen Blitze hier oben drauf benutzen oder sowas, können wir im Live-View dann trotzdem die Einstellung vornehmen. Und es funktioniert aber auch ohne Blitz oben drauf. Ich habe jetzt zum Beispiel den Live-View an, ganz normal. Und wenn ich jetzt den Auslöser halb durchdrücke, dann verschwindet der Live-View. Achso, ich muss das natürlich erstmal aktivieren. Dann verschwindet der Live-View. Also das Spiegel klappt wieder runter und ich kann ganz normal hier das Foto machen. Das hat dann den Vorteil, wenn wir im Live-View erstmal unser Bild einstellen möchten, irgendwie ein Portrait-Shooting machen oder was weiß ich, irgendwas fotografieren, im Live-View unsere Kamera einstellen, damit die Belichtung soweit passt, damit es gut aussieht. Und dann wollen wir aber nicht aus dem Live-View immer raus und rein, raus und rein, sondern ich drücke einfach nur hier halb durch. Die Kamera steht scharf, ich drücke und dann bin ich wieder automatisch zurück im Live-View und kann halt nochmal die Kamera anpassen. Benutze ich eigentlich nie, um ehrlich zu sein, also generell dieses Flash-Tweaks, aber eigentlich eine coole Sache. Mich würde jetzt interessieren, welche Menüpunkte ihr aus diesem Shoot-Menü benutzt oder generell welche Menüpunkte ihr so bei Magic Lantern benutzt oder gar auf gar keinen Fall benutzt. Auf welche Menüpunkte soll ich vielleicht detaillierter in einem kompletten Video mal eingehen? Postet es gerne runter in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen und auch geholfen. Wenn dem so ist, ihr kennt das Spiel, gebt einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Teilt das Video auch gerne mit euren Freunden, wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns nächsten Samstag schon wieder mit einem weiteren Video-Review auf meinem Kanal. Samstag 12 Uhr einschalten. Bis dann.